Habt ihr das gehört? Das Gewitter. Gewitter im Allgäu. Aber das stört uns nicht. Ein Riesenrumpler, wie es so schön heißt. Aber egal. Pass auf. Schöne Möhren mit Grün. Bioqualität idealerweise. Und die sind geschält, logisch. Und ich halbiere die der Länge nach und die werden im Backofen geschmort. Und dazu gibt es einen schönen Hüttenkäse-Dip. Ja, mit ein bisschen Aprikosenkonfitüre. Jetzt passt mal auf. Die kommen hier rein. Und jetzt gibt es einen Dip, beziehungsweise eine Marinade. Und die Marinade besteht aus einem guten Olivenöl. Und zwar ordentlich. Ja, richtig schön gutes Olivenöl. Und zu dem Olivenöl kommt eine Harissa-Paste. Ja, das ist so eine Chili-Paste. Kann man überall kaufen. Könnt auch gerne Tandoori-Paste nehmen. Schmeckt auch gut dazu. So, dann kommt eine Messerspitze oder eine gute Messerspitze Zimt. Dann vielleicht so ein Viertel Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Und wenn man möchte, ja, muss aber nicht sein, etwas Feigensenf. So. Das war es eigentlich schon. Hier mein geliebtes Salz, ja, dieses Vanillesalz von mir, dieses In-Love Vanillesalz. Brutal, ja, nicht nur top für Fleisch, sondern eben auch so für Veggie, Veggie, Veggie. So, und das aufrühren. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, warum ich Handschuhe angezogen habe. Ich zeige es euch gleich. Weil jetzt diese schönen Möhrchen so gemischt werden und schön aneinander gerieben, dass sich die Marinade gut verteilt. Und das mit dem Grün, was da jetzt noch dran ist, das bringt jetzt geschmackstechnisch nicht so viel, aber es schaut natürlich top aus. Ja? Und wenn man das so sieht, freut man sich des Lebens. Ja? So funktioniert Gemüse heute. Und das Ganze kommt im Backofen, 180 Grad, 20, 25 Minuten und dann kommt sowas dabei raus. So, so schaut es aus. Okay, super lecker. Das ist Gemüse in Reinform, abartig. Und wenn ihr es jetzt noch toppen wollt, macht ihr Folgendes. Schau mal, dann. Das ist ja ein Frischkäse, Hüttenkäse. Und zu diesem Hüttenkäse kommt eine Konfitüre. Das kann jetzt sein eine Orangenkonfitüre oder eine Aprikosenkonfitüre von mir. Ja. Lecker, die ist von mir. In love, Henze. Not bad. Prise Salz dazu und vielleicht Minze. Ich will es ja nicht so kompliziert machen. Ja? Wenn ihr jetzt so keine Minze habt, dann ist es wirklich nicht wirklich schlimm. Aber die Minze ist halt schon auch toll. Und das kommt hier mit dazu. Und diese Süße und diese Prise Salz und die Minze, das gibt so einen ganz tollen, besonderen Flavor. Und was sagst du? Riecht super. Ja, riecht super. Oh, die Minze, gell? Minze ist einfach geil. Ja, ich weiß hier, der Prozent denkt dann nur an irgendwelche Cocktails. Ja, das war ein Mann. Aber ich auch. Jetzt einen schönen Teller. Da sind die geschmorten Karotten. Und ich muss euch das einfach so ein bisschen schmackhaft machen, weil ich bin ja ein über Jahrzehnte langer, unfassbar gern und viel essender Fleischmensch. Und das hat sich aber so ein bisschen geändert in der letzten Zeit einfach. Und ich bin ein großer Freund von Gemüse. Und das ist Gemüse zum Niederknien. Ja, gibt da ordentlich von dem Dip dazu. So, obendrauf, schaut mal her, noch ein bisschen was von dem guten Olivenöl. Und dann, last but not least, vielleicht ein paar geröstete Pistazien. Obendrauf noch ein Blatt Minze. Ich habe kein schönes mehr. Nee, komm, runter damit. Nee, machen wir hier Nahaufnahme. So schaut es aus. Und das gibt es im Übrigen, schau, in meinem Kochbuch auch. So schaut es in dem Kochbuch aus. Dann, jetzt muss ich sagen, in pur, in Original schaut es noch fast besser aus. Kann man das sehen? Okay, also, macht es mal nach. Wenn ihr wollt, bratet einfach irgendwas dazu. Fleischtechnisch muss aber nicht sein. Das ist genial. Moderne Gemüseküche, gesund, fit. Dann wären wir alle 100 Jahre alt. Okay, also, guten Appetit.